So, schauen wir mal, wie es jetzt in den Abwasserkanälen zugeht. Aber zuerst Shinra-Turm. Wie ist die Lage? Die Turks haben übernommen. Alles läuft nach Plan. Direktor, bitte überdenken Sie den Plan. Ich flehe Sie an. In den Slums von Sektor 7 leben rund 50.000 Menschen. Ach, Reef. Dann evakuieren Sie den Sektor. Wann entledigst du dich endlich dieser unangebrachten Naivität? Reef. Wir müssen die Räder ins Rollen bringen. Für unser aller Wohl. Okay. Im Labyrinth der Tiefe. Okay. So. Frage an den Chat. Was soll's werden? Wo sind wir? Also wisst ihr schon, worum es geht, ne? Damit wir das Ganze mal interaktiver machen. Stinkt ja bestialisch. So, ich schau mal noch kurz unsere Ausrüstung alles an. Das müsste passen. Hartklinge, Schwarzreif. Ich meine, der Schwarzreif ist jetzt beim Bosskampf vielleicht nicht so toll, aber. Ah, hier können wir noch eine Summon Material einsetzen. Und zwar werden wir da Ifrit nehmen. Glaub schon, ne? Ja. Kraft auf Schwarzreif, Überschallfäuste, Silberstab. Ja. Wird schon so passen. Also, einer darf sich noch melden, sonst muss ich entscheiden. Weil Thunder meint Tifa, Renzo meint Aerith. Schauen wir noch, ob sich noch mehr im Chat zu Wort meldet. Coole Umgebung übrigens. Genau richtig für den Bosskampf. Okay, keiner sagt was. Das heißt, ich nehme Aerith. Das wollte ich eigentlich eh nicht machen, aber. Aerith. Cloud. Oh. Schnell, komm nach Sektor 7. Ja. Hey, kann sich wer um Tiefe kümmern, bitte? Dieser Dreckskerl. Keine Zeit, sich zu ärgern. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Auch das noch? Ich hoffe, ich habe Analyse mit, aber ich glaube schon. Na klar, logisch. Ja. Kann ich schaffen. Wirksam Feuer, leichte Resistenz gegen Eis. Magieattacken fühlen seine Schockleiste nur langsam. Eisemetall-Attacken fühlen sie gar nicht. Das heißt, wir fügen hauptsächlich mit tiefer. Ich hoffe, tiefer. Ah, sie hat Gewitter, okay, ja. Wir fügen einfach mit tiefer Schaden zu. Am besten, weil sie macht am meisten Schaden, am schnellsten, glaube ich. Aber zuerst. Wir hatten die Barriere.
Wissen wir noch nicht. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Arbeit. Oh ja, los geht's. Ah, wir werden mal einen Magiekreis machen, hier am besten. Und mit Cloud werden wir auch Feuer zaubern. Oh, nein. Ah, wir haben nur Feuer und nicht Feuer, aber Cloud. Ich will keine Barriere gezaubert. Au, au, au. Ich hab einfach nicht genug trainiert. Komm, 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 komm. Barriere. Wie kann ich das jetzt auf alle zaubern? Geht das automatisch auf alle? Schauen wir gleich. Ja! Sehr gut. Kannst du das machen? Ich mach das. Wir werden mal das rechte Horn. Wir schaffen das. Überlass das. Schauen wir das. Oh. Los. Jetzt erst recht. Und tschüss. Ich zähle auf dich. Bin ich jetzt drin? Ich kann noch kämpfen. Ich zieh mich zurück. Ich kann ihn. Nicht übertreiben. Sag ich euch, was ich kann. Jetzt erst recht. Wir schaffen. Ich will nicht tief erret haben. Ah, Moment mal, wir haben Regena. Los, hier, alles. Wechsel, ich bin durch. Dann machen wir jetzt einen Rückwärtssalto und mit Cloud machen wir einen Impulsiv. Dann machen wir noch einen Rückwärtssalto. Hat Cloud Engel mit? Arbeiten wir im Team! Zieh dich zurück! Wissen wir gleich? Nein, hat er nicht. Okay. Gegenstände. Schade. Ich zähle auf dich. Ich leg los! Tut mir leid. Triffst du von dort? Wir schaffen das! Das tut richtig weh! Nachschlagen! Ich gebe nicht auf. Jetzt erst recht. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Übernimm du. Das stehen wir nicht. Sie ist schon wieder tot. Zieh dich zurück. So, also Phönixfeder auf Tiefe. Dann übernimm. Überlass nicht das mir. Magie Vita Vitra auf Tifa. Wir schaffen das. Viel Erfolg. Jetzt erst recht. Ich leg los. Oh, kannst du übernehmen? Ich leg los. Oh. Gib ihnen Saures. Lass mich mal. Volle Konzentration. Verschwende.
spring für mich ein. Okay. Es ist vorbei. Ich mach das. Beenden wir es. Und los. Ja. Na gut. Ich bin dran. So, jetzt machen wir mal Karfunkel hier. Könntest du das hier übernehmen? Ja, ja, ich schaue mir gerade an, wie ich die Hörner am besten runterbekomme. Und dafür müssen wir zuerst mal... Überstürzt. Bin ich jetzt drin? Au, 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 au. Schnell weg hier, schnell weg hier. Flieg. Okay. Geht der immer dorthin, wo der Charakter steht, der gerade kontrolliert wird? Oder warum hat mich das getroffen? Kann mich jemand anders? Das ist nichts. Ich glaube, das war's. Supertrank auf tiefer. Muss durchhalten. Gegenstände Supertrank auf Cloud. Schauen wir mal, ob das geht jetzt. Übertreiben. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Ah. Kannst du weitermachen? Ist das alles? Lass mich mal. Los geht's. Ich zähle auf dich. Da muss ich jetzt durch. Flieg! Ja. Kannst du weitermachen? Ich los! Da! Los! Zack! Und da! Und los! Weiter geht's! Wow, tiefer! Das geht ja eins oder? Mal kurz eine Pause. Ich tu, was ich kann. Das Spiel ist aus. Ja! Und zack! Über meine Grenzen. Okay. Ja, Karfunkel war super. Das genau zum rechten Zeitpunkt kommen.
Aber er war schon... Er war schon schwer. Ohne Karfunkel wäre ich wahrscheinlich gestorben. Aber es ist halt auch nur... Bis man sich damit gewöhnt, wer was... Wer welche Zauber gerade ausgerüstet hat. Sein Nest ist? Könnte Cornios Haustier sein. Und das Futter... Waren wir. Hohi! Hey. Okay. Ob der Widerling die Wahrheit gesagt hat? Dass sie die Platte opfern, nur um Avalanche zu vernichten? Akro ist nicht tot. Mitka wäre in Gefahr. Würde Shinra so etwas wirklich tun? Ist gut möglich, dass er uns mit einer Lüge aus dem Konzept bringen wollte. Sehe ihm jedenfalls ähnlich. Und was, wenn es doch wahr ist? Wie? Dann müssen wir es verhindern, oder nicht? Schnell, gehen wir! Ist besser, als tatenlos abzuwarten, nicht wahr? Hm. Ja. Ich glaube, der kommt fix nochmal wieder. So, bevor wir weitermachen. Anscheinend führt der Weg tatsächlich durch die Kanalisation. Dann werden wir mal eine Aether nehmen auf Aerith. Dann machen wir Vita auf Tifa, Cloud, Aerith. Okay. Was ist? Wenn wir dem Wasserlauf folgen, müssten wir Sektor 7 erreichen. Die Kanalisationen von Sektor 6 und Sektor 7 sind verbunden. Wenn ihr euch verlauft, dann lauft, wie das Wasser läuft. Eine Regel des Slums? Nein, die Kanalisation dient Avalanche als Fluchtweg. In Notfällen. Ja, das ist eindeutig ein Notfall. Wir dürfen uns nicht verlaufen. Ja, da vorne. Hier gibt's nichts einzusammeln, oder? Gehen wir als erstes dort. Nein. Da kann ich nicht reinklettern, ne? Nein. So, ich wollte noch kurz nachschauen. So, da ist wahrscheinlich eine Kiste. Ja, natürlich. Ether, das ist genau das Ether, das wir gerade verbraucht haben. Geht schon los? Please. Kein Problem. Los, kleine Fische. Hey. Los geht's. Verschwende. Ich zähle auf dich. Überlass das mir. Überlass das mir. Da! Na gut. Ja? Dann los. Das war's dann. Ich sollte nicht hauptsächlich mit Aerith Subvita machen bei solchen Kämpfen. Vergesse ich immer, weil dann spare ich immer mehr Mana, ne? Wie viel Mana hat sie gerade? 11, also sie kann auf jeden Fall noch einiges brauchen an Mana. Ja, sehr gut. Also für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Aerith hat einen Skill, der heißt Subvita, mit dem kann man Leben abziehen und das Leben in Mana verwandeln. Bringt nicht allzu viel, aber bei kleinen Gegnergruppen ist es immer so, wenn man es zweimal anwendet, dann regeneriert man 6 Mana über den ganzen Kampf und das ist auch schon mal was. Ne? Gibt sicher Schalterrätsel wieder hier. Kann ich da reingehen? Nein. Wollte nur ausprobieren. Alles okay. Zuerst schauen wir mal, ob es da Kisten gibt. Also auf jeden Fall mal Schinderkisten. MP-Heilung, sehr gut. 6 Mana geheilt, super. Ja, wird die Schleuse geöffnet. Das Wasser rinnt richtig raus. Es ist nicht einfach nur eine statische Animation. Oh, kein Wunder, dass es hier stinkt. Riecht ja schon in den Slums. Ja, das ist klar, dass da was gibt. Warum erinnert mich... Erstens mal, cool Federhandschuhe. Zweitens mal, ist das nicht dieser, genau dieser Abschnitt, bei dem man normalerweise landet und dann gegen Aggro kämpft im Original? Dieses L... Und diese Schleuse da. Vielleicht kann ich mich auch irren. Ich glaube, das ist keine Schleuse, ne? Im originalen. Das ist gar keine Schleuse. So, bevor wir da weitermachen. Tiefer. Federhandschuhe. Mit denen Rüberzahlt ist fertig gelernt. Das heißt, wir können was anderes nehmen. Federhandschuhe zum Beispiel. Wow, physische Attacke. Ohne dass ich was geskillt habe, gleich 4. Hat einen Slot weniger, aber das kriegen wir vielleicht hin.
Können wir gleich mal leveln. Waffenmods, tiefer. Ups, nein. Ja, jetzt Level Up, ist ja klar. Aber zuerst wollen wir die Federhandschuhe leveln. Huh, das wird jetzt schwierig. Schauen wir mal. Physische, erlittener physischer Schaden, Blocken, Schnelligkeit, Schaden von normalen Angriffen. ATP-Aufladung plus 10. Was ist ein Schockflatterer? Physische Attacke 10, 10 und 12, Schnelligkeit 7. Zangenslehre wird zu 70% aktiviert. Zusätzliche Material Slot. Was ist das für ein... Nehmen wir uns mal den Slot, ja? Ja. Und dann schauen wir weiter, was wir alles nehmen. Da gibt es 8 physische Attacke 6 und das kostet 12. Das heißt, es ist besser, sie hier zu nehmen mal. Physische Attacke. Magische Attacke, physische Attacke, magisches Blocken. Schnelligkeit sollten wir auch nehmen, das ist für sie wichtig. Dann haben wir 32. Schaden von normalen Angriffen plus 5%. Nicht schlecht. ATP-Aufladung 10. Wie sieht das jetzt noch aus, dass ich... und dann hole ich mir da noch die... Die einmal 10 physische Attacke. Und dann können wir einfach die übernehmen. Die Überschallfäuste können wir auch leveln. Weil der ist jetzt tiefer das Angriffsmonster Deluxe. Aber da gibt es auch physische Attacke 10. Ui! Kann mir da irgendwie. Steht da irgendwie mehr über Zangensatz? Am Beginn des Kampfes erhöht sich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit die Stufe von Entfesselung. Oh, das wäre auch cool gewesen. Gott, den müssen wir unbedingt als nächstes machen. Da können wir uns nichts Ordentliches leisten, weil magische Attacke brauche ich nicht. Das ist halt jetzt. Eiselementare Attacke plus 5%, das ist auch gut. Längere Buffs selbst haben wir schon für Barriere. Magische Attacke, Statusassistenz 5. Sie braucht das MP Maximum nicht, sie greift die normal an. Und sie braucht auch die magischen Attacken nicht, weil... nehmen wir da irgendwas? Wind, Feuer, wir könnten hier Feuer nehmen. Oder Länge, Debuffs andere, aber sie teilt keine Debuffs auch noch aus. Ich hebe mir die Punkte noch auf. Und wir jetzt mal die Federhandschuhe anlegen. Die haben halt keinen verbundenen Slot, das heißt, das ist der einzige Nachteil dabei. Nein, das soll ich eigentlich... Ja, das ist... Aber ich kann sie in die Rüstung geben, das geht auch. Bei Behandlung und Vision ist egal, ja. Das heißt, wir geben da mal eine Barriere rein. Und da geben wir die. Wo ist sie? Die Verstärkung oder wie heißt die? Amplifikation. Da geben wir rein. Was haben wir da drinnen gehabt überhaupt? Vision. Und noch irgendwas Tolles. Stehlen, glaube ich, ne? Nein, Stehlen ist schon. Haben wir schon. ATP Boost, Chakra. Wir können ATP-Boost nehmen. Was waren da drinnen vorher? Was hatten sie? Luft, Toxin, Barriere. Wir könnten ATP-Kooperation nehmen. Nehmen wir mal ATP-Kooperation. Weil zwei gleiche Kommandos in Folge machen wir relativ oft mit ihr. Wenn der Gegner in den Schock anfällig Zustand ist, dann machen wir fast immer Rückwärtssalto. Und sie lädt sich auch relativ schnell auf jetzt mit den Überschallfäusten.
Mit den Federhandschuhen. Plus 18 ohne irgendwas. Ja, machen wir es so. Dann machen wir da zurück. Dann gehen wir da raus. Das ist komisch. Okay, so passt es aber jetzt. Okay, sorry, hat jetzt etwas länger gedauert. Mehr genug Mana zum Zaubern haben wir schon. Brauchen wir noch nicht, okay. Ah, brauchen wir gar nicht, weil... Sehr gut. Tifa geht jetzt Vollgas ab. Jetzt müssen wir nur mal die Musik hier kaufen. Wer schreibt? Ah ja. Katzen schreiben. The Oppressed. Da brauchen wir nichts eigentlich, das haben wir alle schon. Ja. Dazu muss ich auch sagen, dass ich bis jetzt immer noch mit Schwarzreif spiele, der eine wahnsinnig schlechte Verteidigung hat. Ja, gehen wir da mal hin. Das heißt, ich bin eigentlich zufrieden, dass ich den Akro-Fight ja jetzt beim ersten Mal geschafft habe. Auch wenn ich natürlich Karbunkel verwendet habe. Überlass das mir. Der. Mach auf nicht! Bis hier und nicht weiter. Ich habe natürlich vorher den Sargin nicht. Moment. Es geht los! Komm schon! Hier! Los! Schade. Ich habe natürlich den Sargin nicht gescannt. Aber der kommt sicher nochmal. Bleib zurück! Fällt mir im Traum nicht ein! Kaiserkrabbe. Ich zähle auf dich. Na, ist egal. Der ist für dich. Du schaffst das schon. Ich leg los. Okay, das ging sehr schnell. Gut, weiter so. Ich brauche gar nicht Zubspürs verwenden. Ich bin jetzt nicht voll Mana. Damit. Da geht's irgendwo hin. Das heißt, wir gehen zuerst daher. Oh oh, da kommt das Licht so von oben. Das ist sicher Kampf. Oder auch nicht. Ah, Shortcut. Verschlossen. Ah, da brauche ich sicher den... Das ist der gleiche Schlüssel, der in Sektor 5 passt. Dort, wo wir nach Erichs Kirche vorbeigegangen sind. Moment, ist da eh nichts? Nein. Auch nicht? Nein. Ist beides möglich. Hier. Jetzt erst rechts. Hier wollen wir durch? Stockdunkel. Augen zu und durch. Du, Cloud. Nehmen wir an, Corneo hat die Wahrheit gesagt. Was könnte Shinra denn damit nur bezwecken wollen? Wow. Ich meine, es kann ihm doch nicht nur um Avalanche gehen. Nur um uns aufzuhalten, würden sie doch niemals all die Opfer in Kauf nehmen. Ich habe keine Ahnung, wie sie durch die Zerstörung von Sektor 7 profitieren könnten. Absolut nicht. Corneo muss gelogen haben. Typen wie dem darf man nichts glauben. So, schauen wir mal da. Ist das Gleiche? Gibt's da auch nichts zu sehen, oder? Offenbar nicht. Wahrscheinlich sind da hier eh Kisten und ich sehe sie noch nicht oder so. Aber nachdem ich nicht gehen kann, nicht laufen kann. Oh, vielleicht gibt es da drüben einen Schalter. Nachdem ich nicht laufen kann, ist das halt etwas mühsam hier. Nein, kein Schalter. Schade. Schauen wir mal, vielleicht können wir das Licht aufdrehen. In dem Raum da oben. Die leuchtende Materia ist cool. Ja, da können wir mal reingehen und schauen, was da passiert. Ah ja. Scheint ein Stromgenerator zu sein.
sieht unheimlich alt aus. Stammt aus der Zeit, bevor Marco benutzt wurde. Würde mich wundern, wenn der noch funktioniert. Probieren geht über studieren, oder? Wir haben's geschafft! Erste Stops. Licht! Endlich wieder hell! Sehen wir da jetzt irgendwas Tolles? Was ist das hier? Ja, da können wir das Wasser ablassen wahrscheinlich. Yep. Mit abgelassenem Wasser. Wow, ist ganz schön viel Wasser hier. Können wir runterklettern, da gibt es noch eine kleine Kiste. Sehr schön. Ja, ja, ja. Alles klar, Herr Kommissar. 800 Gil. Ja, die Mädchen kommen nicht mit runter. Wir sind ja zu dreckig. Der Abwasserkanal. Auch wenn er ausgeleert wurde. What the fuck? Bleib lieber hinter mir. Da, ich teile von hier aus. Lass die Nukasa haben. Nichts überstürzt. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Es geht los. Und tschüss. Oh. Ich muss kurz. Was hat. Tifa hat jetzt kein Element, okay. Cloud hat. Glut und Gewitter. Da müssen wir Eis nehmen, ne? Da müssen wir Frost nehmen, ja. Hat das irgendjemand? Ja. RF hatte die gute Glut mit, ja. Okay, passt. Eine Dusche wäre jetzt nett. Ja, das war's schon, ne? Also gehen wir hier weiter. Zu? Ah, Moment. Verschlossen. Moment, wir haben noch nicht den. Ach ja, der Universalschlüssel, den Jesse gemacht hat. Könnte der Schlüssel im Wasser versteckt sein? Natürlich ist er das. Ich habe vergessen, das Wasser abzulassen oben. Dammit. Vielleicht findet man den Schlüssel auch gar nicht, bevor man nicht versucht hat, die Tür aufzumachen. Kann auch sein. Aber ich glaube eher, dass man ihn sowieso gefunden hätte. Sehen schon. Das muss er sein. Ich verstehe noch nicht, wie Jesses Universalschlüssel hier in die Abwasserkanäle kommt. Aber besser keine Fragen stellen. Oh, super!